Ich hoffe jetzt nur, ja, dass wir jetzt auch im richtigen Zeitalter sind, was ich bezweifle, aber schauen wir mal. Ja gut, wir müssen oben lang. Ach ja, wir brauchen ja immer noch die Träne. Die Träne einer Nymphe. Okay, das mit den Tränen in der Nymphe habe ich auch noch keine Idee. Also jetzt sind wir zumindest im richtigen Zeitalter. War mal was, aber das haben wir ja schon eingesammelt. Da war mal was. Da war Barnabas, denn der war mal was. Stimmt's? Gut, alter Barnabas, der war mal was. Aber was der mal war, das wissen wir bis heute nicht. Ihr wollt durch den Tunnel gehen, dann braucht ihr eine Genehmigung vom leitenden Ingenieur. Er sollte um diese Zeit nach Hause kommen. Hallo, seid ihr euch zum jährlichen Wikinger-Turnier anzumelden? Ja, tut mir leid, aber euch anzumelden müsst ihr jetzt eure Ausbildung auf. Boss bereitet sich auf das jährliche Turnier vor. Wenn ihr genügend Kämpfe gewonnen habt, könnt ihr ihm selbst im Kampf gegenübertreten. Geht und schaltet, um euch anzumelden. Mr. Ingenieur, hörst du das? Ich überwache den Tunnelbau. Wir müssen auf den eventuellen Einsturz achten. Das würde uns Jahre der Arbeit kosten. Wollt ihr den Tunnel durchqueren? Normalerweise können nur Wikinger ihn betreten, aber wenn ihr der große Schildkröte ebenfalls euren Heldenmut beweisen möchtet, werde ich euch nicht davon abhalten. Meinen Segen habt ihr, zieht los und bezwingt Trolle, dann könnt ihr euch vielleicht rechtzeitig für unser ehrliches Turnier anmelden. Okay. Wir dürfen. Und wir dürfen Trolli. Ein kleinen Troll. Level up. Oh.
Geht, dass man die zerstören kann? Habe ich jetzt nicht erwartet. Ich mag euch nicht, das wisst ihr. Das macht ihr gar nicht. Okay. Wir hätten... Das heißt, man, wir hätten uns mal Tränke wieder machen können. Wieso habe ich mir keine Tränke gemacht? Nicht dran gedacht, dass wir Tränke brauchen. Aha. Blödes I. Okay. Gadi, das Eis, das uns umgibt, wird bald verschwinden. Dann werde ich einmal mehr in den Fluten versinken, bis ich erneut erwache. Ihr, die ihr die heilige Macht des Eises sucht, wie ich sehe, seid ihr hellwach. Bringt ihr mir aber, warum ich gebeten habe. Wir haben keinen Mana, meine Gute. Tut mir leid, das ist es nicht. Wir haben gerade keinen Mana dabei. Wir bräuchten noch 3 Mana und dann könnte sie, aber... Nee, ist nicht. Ich mag das Ding nicht. Macht ihr nicht. Wie gesagt, ich mag sie nicht. Nichts gegen XP. Nichts gegen Bünzen, aber ich mag sie nicht. Ich schreie immer. Ich hab total was gegen die. Thank you.
Geht doch. Mann. Diese Kackdinger. Hier haben wir halt, wie gesagt, auch gerade überhaupt keinen einzigen Trank. Deswegen sind die Karte so ein bisschen böse. Wikingertunnel. Noria-Höhlen. Ich habe von diesem Ort gehört, wenn ich mich nicht irre. Diese sind die Noria-Höhlen. Die Noria-Höhlen? Ja. Die Neuerhöhlen. Habt ihr das gehört? Velvet, die Neuerhöhlen? Halt, warte, was sind die Neuerhöhlen nochmal? Sie sind uralte Bergwerke. Früher gab es hier ein Ferienlager für Nudisten, das vom Zauberpilzvolk aus dem Schwammwald ins Leben gerufen wurde. Die niedrigen Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit bieten tatsächlich optimale Bedingungen für Pilzwesen. Doch ihre Grabungen waren zu gierig und zu tief und weckten auf, was niemals gestört werden sollte. Die großen, fiesen Troll. Mit seinen Lakaien fiel er in die Höhlen ein. Ich will nicht erwähnen, was aus den Zauberpilz folgt wurde. Seither hat sich außer ein paar tollkühnen Entdeckern kaum eine Seele in diese Höhlen vorgewagt. Ich hätte es gern vermieden, diesen Weg einzuschlagen. Seid alle auf der Hut. Ihr werdet doch nicht zulassen, dass ihr mich erwischen, Kuro. Ich hab keine Angst. Eine Höhle voller Trolle an solchen Orten hänge ich am liebsten an. Ja, ein Ort voller Trolle, da ist sie am liebsten, wissen wir. Vor allem sie. Mir kennt sie doch nicht anders. Hier gibt es ja nur Pilze bis jetzt. Lava, oh, hier sind die ersten Trolle. Okay, immer schön von hinten. Diese Brücke scheint zerstört worden zu sein. Ich glaube, wir können nur drunter durch. Voll. Seht euch dieses hübsche Wesen an. Wie geht? Die Troller haben mich gefunden. Seid auf der Hut, sie verstecken sich und sind extrem schnell. Toll, ach, sie ist so hübsch mit ihren rauen Haut, den lieblichen Tarn. Ich weiß genau, dass sie dem Halbling gefallen wird. Kuro, ich flehe euch ein. Lass nicht zu, dass sie mich lebend kriegen. Was ich ganz besonders an ihr mag, sind die großen Muskeln, diese herrlichen Kurven.
Ich wusste doch, dass sie sich die vielen Stunden im Fitnessstudio bezahlt machen würden. Voll greifen wir sie uns. Vorsicht, Fräulein Fina, da sind sie. Was? Hey, komm zurück. Ich bin die hübsche Kreatur. Ich wollte sagen, los, Kure, helfen wir Menos. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was diese große, fiese Trolle ihm antun wird. Soll haben wir kaum HP. Nicht gut. Das ist gerade sehr suboptimal, meine Ausrüstung. Wir brauchen Menos. Menos ist das gerade so ein bisschen. Das tut mir irgendwie fast leid. Troll wartet. Troll, ihr geht nach oben. Ich auch. Troll, schönen Tag noch. Hey! Unfair. Fantastisch. Wir
Wie gesagt, voll tastig. Gleich auf die Idee. Wieso hat das nicht geklappt? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verärgert. Ganz leichtes Stück verärgert. Okay, das hat war geklappt. Aber nicht das. Okay. Also die Rolle müssen wir einfach ausweichen. Im besten Fall. Mann. Ich will den eigentlich nicht bekämpfen. Okay, ich scheinbar können wir die. Ich mag die Rolle nicht. Kann man sich natürlich auch wieder ein bisschen was zurückholen. Nein, hier klappt das ja nicht. Ich dachte, da kommt. Halt den Mund und mach einfach. Es tut mir jetzt schon leid, sich das Debakel hier anzusehen zu müssen. Mir ist ein bisschen XP noch. Oh.
Natürlich. Aber wer hat das jetzt kommen sehen? Ernsthaft, wer das jetzt kommen sehen? So, aber oh jetzt. So. Jetzt haben wir wieder volle HP. Das war knapp. Aha. Mit ihrem blöden Stein. Oh. Rote Pampe. Die haben wir jetzt aber auch nötig. Ja. Oh.
dachte schon. Sackgasse. Ich mache mir langsam Sorgen um Menos. Großer fieser Troll, ach mein Liebchen, eure prallen Muskeln lassen mich erschaudern. Lasst mich frei, ich bin nicht euer Liebchen. Großer fieser Troll, oh jemand ist gekommen und hat mein Liebchen gestohlen. Aber mich werden sie nie erwischen. Sieht so aus, als bräuchte Menos unsere Hilfe. Großer fieser Troll. Großer fieser Troll, ach mein Liebchen, eure Freunde sorgen sich so sehr um euch. Ich aber auch, niemand kann uns voneinander trennen. Denn ach da. Ein bisschen Leben gesammelt und jetzt geht's weiter. Haha, wir haben es geschafft. Wir haben den bösen, fiesen Troll besiegt. Danke euch allen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was sagt ihr da, Menos? Ihr hättet doch genau das gleiche für Coro Velvet oder mich getan, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir euch vor der fiesen Troll gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule. Gar nicht auszudenken, was er euch angetan hätte, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht mehr reden. Erwähnt es nicht, ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. Kuchen mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle herausschaffen. Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten. Wunderbar, wir können am Turnier teilnehmen. Sehr schön. Training ist abgeschlossen, dann sollten wir eigentlich nur noch eins, dann machen uns erstmal ein bisschen Tränke besorgen. Weil ohne Tränke möchte ich da jetzt an den Turnier nur nicht teilnehmen.
könnte sonst ganz schön schief gehen.